Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aqua Painter aka Uli, und zwar zum Video Nummer 99. Und zwar diesmal aus einer recht ungewöhnlichen Perspektive, zumindest für die neueren Zuschauer, die ich habe. Und das habe ich früher öfters gemacht aus der Perspektive, weil man jetzt ganz gut mal einen Größenvergleich hat zu meiner Anlage hinter mir, was ich alles Schönes gebaut habe. Aber der Grund ist heute, dass ich die Arkaden endlich soweit fertiggestellt habe, und das möchte ich euch natürlich jetzt nicht versäumen, mal zu zeigen aus dem direkten Blickwinkel von mir. Ihr seht also jetzt meine Anlage in der tatsächlichen Höhe, so wie ich jetzt vor der Anlage stehe. Das heißt, die Anlage ist irgendwo hier so in Mikrofonhöhe von mir. Das heißt, ich sehe die ganzen Züge und alles aus einer recht guten und angenehm für mich angenehm Perspektive. Und jetzt möchte ich euch, wie gesagt, nicht versäumen, mal zu zeigen, wie das Ganze jetzt hier hinten ausschaut. Ihr seht, ich habe schon mal das Licht angemacht auf der Anlage, so dass man auch ein bisschen was, zumindest an LEDs sehen. Ich werde nachher das große Licht oben noch anmachen. Da habe ich zwei verschiedene Modi, die ich anmachen kann. Aber wir gucken erstmal ganz kurz so drauf. Deswegen würde ich sagen, ich verabschiede mich aus dieser Perspektive und schalte jetzt mal in die andere Perspektive um, dass wir uns gleich wiedersehen und ich euch das mal aus der Nähe zeige. Und dann kommen wir nachher noch im dritten Teil dazu, was ich alles Schönes gemacht habe. Wie ich es gemacht habe, was ich gemacht habe, sehen wir ja gleich. Wie ich es gemacht habe, wie immer, meine Bastel-Videos, meine, ja, was auch immer ich da mache, das zeige ich euch gleich alles, wa? Okay, dann würde ich sagen, bis gleich. Und dann möchte ich euch das Ganze mal zeigen. Ich habe jetzt oben, wartet mal, ich scroll mal nach oben, meine Lichter noch nicht an. Ich habe ja hier zweimal Lichter drinne, und die habe ich jetzt noch nicht angemacht, aber ich möchte euch, wie gesagt, mal zeigen aus einer etwas dunkleren Perspektive, dass man die Beleuchtung recht schön sieht. Da hinten oben sieht man ja mein Dobbingen-Schild am Bahnhof leuchten. Wer es noch nicht gesehen hat, so sieht man es auch mal aus einer Perspektive, die vielleicht mal noch nicht so gesehen wurde. Ich werde demnächst ein paar Fahrvideos machen. Ich bin ja nun so weit, dass ich sagen kann, ich kann ein bisschen fahren wieder. Mein SpongeBob, dann nach rechts geschwenkt, da die Fabrik. Und hier weiter unten ist jetzt die Brücke, die ich gebaut habe. Da hinten das Abteil ist noch dunkel, das machen wir gleich hell. Die Brücke, die ich mal gebaut hatte in einer der letzten Folgen. Im Hintergrund natürlich die neuen Felsen. Und hier vorne der Eingang. Ich hoffe, ich kriege das hier so ein bisschen rum im Live-Modus. Ziehe ich es richtig rum? Ja, hier hinten ist der Tunneleingang. Das ist recht dunkel da hinten, aber auch das ist gewollt. Und sieht natürlich dadurch immer ein bisschen heimelig aus, ne? Wenn man dann so reinfährt und aus dem Hellen rauskommt. Ihr seht jetzt praktisch hier vorne in den Arkaden da unten. Ich hoffe, ich bewege immer. Mann, ich habe es immer mit der Kamera nicht so hier. So, jetzt haben wir es, wie ich die bewegen muss, dass wir da hinten in den Arkaden das Licht anhaben. Mache ich es jetzt richtig rum? Nein, ich bewege immer die Kamera falsch rum. Aber ich denke, wir kriegen das ganz gut drauf. Im Hintergrund die Beleuchtung, die wir mal gebaut haben, wo ich dann den Zug da drin sehe. Und das zieht sich natürlich bis hier drüben hin, wo dann praktisch der kleine Tunnelbereich kommt. Und dann auf der rechten Seite auch die Ausfahrt, hier natürlich noch im Dunkeln die obere Ausfahrt aus. Auch ich mache es gleich, wie gesagt, das Licht an. Nur, dass ich euch das mal zeigen kann. Das macht sich ganz gut jetzt hier. Die Arkaden haben noch solche Bögen von mir reinbekommen. Hier ist auch einer, der ist kaputt. Der hängt so ein bisschen runter. Und ich denke, das sieht ganz nett aus. Das lässt sich sehen. Die Ranken habe ich selber gebaut. Kommt nachher auch im Video noch. In den Arkaden ist ja auch das Signal verbaut. Für die Weiche, die hier vorne. Ne? So rum, hier vorne ist ja die Weiche, die ja in dem Fall entweder auf die Brücke hier drüben führt oder hinten in den nächsten Tunnel rein, und das alles hinten dann ins, ja, in den zweiten Teil meiner Anlage. So, jetzt machen wir mal Licht an, das heißt das hintere Licht und das vordere Licht. Ich würde sagen, wir lassen es mal bei dem hinteren Licht, und jetzt sieht man das mal ganz, wie es vom Beleuchtung vom Licht her aussieht. Jetzt sehen wir die Tunnelportale ganz gut. Das obere da hinten, das ist natürlich noch nicht fertig da unten. Das ist noch so ein bisschen mit Lücken, aber das, der ganze Bereich hier links wird natürlich demnächst angefangen zu bauen, der sich hier rüberzieht und dann hier oben bis zu der alten Wartungsstelle weitergebaut wird. Praktisch jetzt alles, was hier unterhalb von diesem Reinigungswaggon kommt, das wird demnächst fertig gemacht werden. Da kommen wir aber im nächsten Video nochmal genau drauf zu sprechen. Ich will es nur heute mal zeigen hier, wie es ausschaut. Und jetzt schwenken wir mal hier rüber. Und dann
zeige ich euch natürlich auch hier rechts den Bereich. Der ist natürlich absolut noch im Bauen. Den haben wir ja neulich gesehen, wo ich da unten die ganzen Platten reingebaut habe. Aber das möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das sieht einfach noch ein bisschen zu grob aus. Ja, dann würde ich sagen, schwenkt mal rüber auf meinen Computer. Und da zeige ich euch dann, was ich alles Schönes gemacht habe. Beziehungsweise was ich gemacht habe. Ich zeige euch, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und da schwenken wir gleich mal rüber zum Rechner. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Tja, nun vom Rechner aus. Und ich will eigentlich gleich mal einsteigen, was ich mache. Ich hatte ja in der letzten Folge, in der Folge 98, hatte ich ja ganz zum Schluss mit den Geländern angefangen, die zu bemalen. Und die hatten ja diese Diagonalen. Das ist übrigens, die Geländer sind, ich bin ein Wiederverwerter, das sind Fehldrucke von meinen Gittermasten, wer sich erinnert. Das heißt, Fehldruck kann ich gar nicht mal sagen. Ich habe damals ein paar mehr Drucke gemacht, um für die Gittermasten, wenn ich die baue, natürlich nur die besten Teile zu verwenden. Und da sind das natürlich die übrig gebliebenen, die waren gut, ohne Frage. Manche waren ein bisschen, aber da konnte ich an der Seite genug abschneiden. Und hier sehen wir schon, also ich habe die Diagonalen abgeschnitten. Und jetzt sehen wir schon, wie ich sie einsetze. Ich habe wieder auf Länge gebracht. Ein bisschen sehr fummelig. Ich kann es nicht zu eng machen, dann würden ja die Geländerchen sich biegen. Ich kann es aber auch nicht zu viel abschneiden, dann fallen sie immer um, so wie eben. Es ist schon ein bisschen fummelig. Wir sehen es ja an den kleinen Füßchen da unten dran, dass das eben irgendwo doch auch mittig rein muss. Und das ist das Schwierige. Kleben tue ich das Ganze hier mit Weißleim. Ich verwende da tatsächlich keinen Plastikkleber oder Sekundenkleber, sondern den Weißleim, weil der härtet ja, ihr wisst ja selber, oder zumindest werden sie meistens ein bisschen ja sehr schön hart aus. Und das macht sich gut. Und jetzt habe ich mir überlegt, das sieht immer noch ein bisschen kahl aus, und habe mir solche Stangen hier am 3D-Drucker entworfen. Jetzt haben wir es gerade eben kurz davor schon gesehen, wie ich es praktisch bei Cura zum Drucken hochgeladen habe, und habe mir meine berühmten Schnürkel da oben wieder angebracht, damit das Ganze auf der Bahn sich immer wieder so ein bisschen wiederholt. Der eine oder andere wird es noch kennen, die habe ich ja oben am Bahnhof Doppingen habe ich die halt draufgesetzt. Und damit das immer mal wieder auftaucht, habe ich die also jetzt hier tatsächlich wiederverwendet und habe sie da so drauf modelliert in meinem Fusion 360. Und ihr seht, ich habe das so gemacht, dass das nicht unterhalb in den geraden Bereichen reinkommt, sondern ich wollte die weiter oben haben, damit das nicht so, ja, so reingesetzt wirkt. Es ist auch so reingesetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Damit das nicht so tief hängt, zumal ja die Arkadenbögen hier rechts noch relativ hoch sind und nach links werden sie ja immer tiefer. Was ich jetzt mache, ist tatsächlich nochmal um die Böden etwas schwarze Wash drüber zu bringen, sodass da praktisch eine leichte Tiefe nochmal entsteht, dass man eben die Böden dann so wirklich optisch so ein bisschen rauskommen sieht. Das ist natürlich hier auf dem Monitor oder wie wir es auch vorhin gesehen haben, alles ein bisschen, naja, man sieht es nicht so richtig, wie man es tatsächlich in echt sieht. Und aber ich kann euch versichern, es sieht gut aus, mir gefällt es wie immer. Das ist ja die Hauptsache, schreibt ihr ja auch mal rein. Und was mache ich jetzt hier? Hier baue ich keine Bäume. Nein, das sind keine Bäume. Das werden, ihr habt es vorhin vielleicht schon gesehen am Eingang des Videos, das werden die Ranken werden. Das werden, ja, ihr wisst, was ich meine. Das werden die Ranken, die praktisch an den Arkaden dann so hoch wachsen. Das ist ein bisschen schwierig, da wir ja bekanntermaßen im Maßstab 1 zu 160 arbeiten. Und da kann man sich schlecht festlegen, dass man sagt, das ist jetzt ein Efeu oder das ist irgendeine andere Ranke, weil man die Blätter nicht wirklich darstellen kann. Und man kann es versuchen, in irgendeiner Form darzustellen. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn man realistisch rangeht und man sieht unsere kleinen Preiserlines und müsste sich jetzt dann noch ein Blatt vorstellen von einem Efeu, wie groß das tatsächlich wäre. Also es wäre wirklich sehr, 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 sehr klein. Deswegen habe ich mich hier für dieses Woodland Scenics Blended Turf entschieden. Also das ist praktisch wie so eine Art, ich weiß gar nicht, was das ist. Es wirkt wie ganz feiner Schaumstoffflocken irgendwo. Und damit habe ich dann im Grunde genommen diese Äste beflockt. In der Mitte, wo praktisch das Verdrehte dran war, habe ich etwas helleren reingenommen. Hier außen kommt praktisch der dunklere rein, so dass man irgendwo den Eindruck hätte. Noch dazu, ich habe ja auch braunen Draht verwendet, den man wie so eine Art Stiel oder, naja, Holz, ihr wisst schon.
verwenden kann. Und hier seht ihr es schon. Ich bin der Meinung, das kann man so machen. Das sieht gut aus. Und ich finde, die habe es ein bisschen dicker gemacht, dass man das auch tatsächlich sieht. Normal hätte man das vielleicht noch feiner verästeln müssen oder wie auch immer. Und das fand ich dann ein bisschen, naja, das wäre mir zu viel gewesen. Aber ich finde, das reicht völlig aus. Mir gefällt es, wie gesagt, recht gut. Und ich habe das insgesamt aus 3 Farben mittlerweile gemacht. Und ja, es ist ja nur ein Hintergrundfeature. Und ja, also jetzt habe ich dann Gras. Das ist eine Sache, die kennt ihr alle. Ich mache es ein bisschen anders. Ihr wisst ja, ich habe ja in der letzten Folge, oder man sieht es ja auch hier mit tatsächlich mit echter Erde von unten ausgelegt. Das mache ich ja eigentlich überall bis jetzt schon so. Und wenn ich dann das Gras aufbringe, dann mache ich das fleckig. Das heißt, ich mache nur an bestimmte Bereiche verschiedene Grassorten oder Grastypen rein, wenn man das hier so sieht. Und möchte, dass man noch die Erde mit durchsieht. Das heißt, ich habe sicherlich auch Flächen, die ich komplett begrasen werde, weil es einfach schöner aussehen würde. Aber hier an so einer doch irgendwo Stelle, wo vielleicht im Original wenig Licht hinkommen würde oder wie auch immer, wollte ich es nicht so dicht haben. Ich mache es tatsächlich nachher noch mit einer anderen Grassorte und mache es auch noch etwas dichter. Aber ich will, dass man das Gras, dass man die Erde weiterhin sieht. Also, dass die Erde immer noch da ist zum Schluss. Sonst hätte ich mir das ersparen können. Hätte ich ja gar keine Erde drunter machen brauchen. Sicherlich für den Gedanken, was ich sagte, dass ich weiß, dass da Erde drunter ist unter dem Gras, wie in echt. Aber das ist ja Quatsch. Ich möchte sie ja auch sehen. Also nur wissen, dass da was ist, das bringt mir auch nicht viel weiter. Und ja, hier sehen wir übrigens sehr, sehr gut, dass ich den einen kaputten Träger da oben extra so reingemacht habe. Das ist also kein kaputt gegangener. Den habe ich tatsächlich so verbogen und dann so runterhängen lassen. Dachte mir, das ist ein bisschen was anderes, als wenn immer nur alles perfekt ist. Unsere Welt da draußen ist bei Weitem nicht perfekt. Und sicherlich haben wir hier unsere eigene persönliche kleine perfekte Welt aufgebaut. Aber die kann ja auch kleine Fehler enthalten. Ne? Und deswegen mache ich das mit Absicht rein. Und ich habe es auch schon mal gesagt damals, wo ich die Fabrik gebaut habe. Fehler, die zum Beispiel beim Drucken entstehen, beim 3D-Drucker, die lasse ich tatsächlich drin. Ja, warum denn nicht? Das ist doch in der echten Natur, im echten Leben da draußen genauso. Ja, also da kann man das doch ruhig ja auch machen. Fehler gibt es auf der Welt und Fehler soll es auch hier geben. Deswegen ja auch nicht die perfekte Rückwand von den Arkaden. Ja, ich habe das ja absichtlich so ein bisschen krumm und schief da das Mauerwerk da gemacht, weil es einfach meines Erachtens echt aussieht. Ja, hier habe ich wieder das Islandmoos verwende, das finde ich immer recht hübsch, aber ich lasse das nicht so, wie es ist. Mir ist das noch zu grob. Also wenn man das jetzt so nur so hinmacht, das sieht mir zu doll nach Islandmoos aus. Deswegen betupfe ich das dann immer noch mit Weißleim. Da habe ich also verschieden getestet, ob ich etwas flüssiger nehme oder ich habe in dem Fall jetzt gemischt. Etwas dicker, etwas flüssiger. Und da kommt jetzt auch hier dieses Birngras, dieses verbrannte Gras kommt damit drauf, weil das der Farbe dieses Busches da, dieses... ja, wisst schon, am nächsten kommt. Und wenn man das jetzt mal, wenn ich mal die Flasche wegnehme, da hätten sich anguckt, ich finde, das sieht recht gut aus. Und wer die Möglichkeit hat, sein Islandmoos irgendwie noch ein bisschen mit den Dörf da zu begrieseln, macht das. Das lohnt sich wirklich. Und ganz zum Schluss kommt, wie gesagt, ist der Tiefgrund drauf. Und damit das Ganze fixiert noch wird, es ist ja schon geklebt worden, aber auch dieser kleine Strauch da oder dieser Busch, der soll in sich fester werden. Ja, der soll also nicht so weich wie ein Schwamm bleiben, der soll also in sich fester werden. Und das gleiche eben auch mit dem, den ich da an die Seite geklebt habe. Das dauert eine Weile mit Trocknen, kann ich gleich sagen. Also 24 Stunden muss man das in Ruhe lassen. Erst dann ist tatsächlich diese weiße, milchige Flüssigkeit dann tatsächlich weg. Und dann ist auch das Endergebnis entsprechend schön. Ja, mit diesen Bildern lasse ich euch für diese Woche alleine. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Dann haben wir die Folge 100. Und dann muss ich mal sehen, was wir da machen. Mir wird schon was einfallen. Macht's schön gut, bis dahin. Tschüss. Thank you.
Thank you.